Hey Leute, da sind wir wieder bei Mario Spaß. Ich bin noch nicht mal ins Menü gegangen, aber ich habe kurz vor der Aufnahme mir mal Schnellspiel angeguckt. Und das ist voll der verrückte Modus, Mann. Und Herausforderungen gibt's auch noch. Münzenjagd ist nur für Multiplayer. Das heißt, ich glaube, wenn ich das Spiel hier durch habe, und das wird wahrscheinlich noch dauern, weil ich dann noch ein paar Welten vor mir habe, plus noch 100%, können wir uns ein bisschen den Herausforderungen in Schnellspiel widmen. Bei Schnellspiel kann ich sagen, das geht dann auf Zeit. Ja, kann man nicht denken. Und das scrollt so automatisch. Man muss Münzen sammeln, voll der kranke Spaß. Ich habe jetzt ein Level nicht mal komplett gemacht. Bei Herausforderungen weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Aber was soll's. So viel weiß ich nur. Man kann es alleine spielen. Das ist bestimmt cool. Also muss das was werden. Das heißt dann, nachdem ich das Game durch habe, habe ich das eigentlich gar nicht durch, sondern da geht's noch weiter. So, wir sind genau hier. Aber ich wollte jetzt eigentlich die Eiswelt machen. Quatsch. Doch. Doch, die Eiswelt. Oder? Eiswelt? Es war Eiswelt. Ach man, da muss ich erstmal hier wieder vorbei. Okay, so, gut. Keiner ist zu Schaden gekommen. Okay, rennen wir mal da hoch. Alles läuft gut. So, Eiswelt. Oder Schneewelt. Oder Winterwelt. Oder nennt es wie ihr wollt. Eiswürfelfälle, wollte ich doch sagen. Gut, da ist hier dieser... Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Dieser Penner aus Mario Bros. 3 halt. Den man mit drei Schlägen immer kaputt macht. Okay, alles andere macht mir auch mit drei Schlägen kaputt, was ein Boss ist. Aber, jetzt geht's hier rein. Eiswürfel Fälle 1. Und ich glaube, wenn es das Level ist, kenne ich das. Wenn es das Level aus der Demo ist, ja, dann kenne ich das Level sogar. Das gab's bei der Demo da. Nee, wer heißt das? Demo? Ich weiß gar nicht mehr, was... Habe ich das überhaupt gespielt? Auf jeden Fall gab's es. Also, zumindest habe ich das Level gesehen. Also als sie das Spiel neu released, also nicht released haben, aber vorgestellt haben, da war das eins der Level, die sie so vorgestellt haben. Im Multiplayer-Spaß, so, weiß ich gar nicht. Zum Beispiel auf der Gamescom, aber da habe ich das nicht gezockt. Ich weiß gar nicht. Ich gehe jedes Jahr auf die Gamescom, aber spiele nie irgendwas da irgendwie. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt hingehe. Ich meine, dann gehe ich da hin und dann ist da so eine Riesenschlange und dann denke ich mir, nö, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock, mich da anzustellen. Und das denke ich mir ungefähr überall. Bei jedem Stand. Und dann am Ende habe ich wieder gar nichts gespielt. Aber was soll's? Warte mal, wie komme ich denn da hin? Bestimmt ist da eine Ranke, deswegen werde ich ihn nicht versuchen, von unten zu erwischen, sondern... Oh, fuck. Nein, das wird nix. Scheiße. Ey, da ist bestimmt was Cooles drunter. Jetzt habe ich aber keinen Kuhnanzug mehr, kein Eichhörnchen. Ja, dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Kacke. Warte, nein, 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 nein. Ich will wissen, was der Typ da gesagt hat. Geiles Level in Schreibschrift. Lukas, okay. Der Kommentar des Tages. Dann probieren wir es einfach nochmal. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach hinnehmen, dass, naja, ich da nicht hinkomme. Keine Ahnung. Gut, ich muss natürlich den Pro raushängen lassen. Denn das ist das, was ich bin. Nur aber das Level, ich glaube, das haben die auch extra vorgestellt, weil es halt... Wow. Ach du Scheiße. Oh, schaffe ich das jetzt noch? Warte mal. Okay, warte, wir können versuchen, drauf zu jumpen. Oder wir sterben einfach. Mann, ich habe heute echt keinen guten Anfang. Was soll ich sagen? Das Level haben die, denke ich mal, vorgestellt, weil genau das eigentlich betont. Oh, ein anderer Kommentar. Zu spät. Weil gerade das betont, ja, HD und sowas. Guck mal, wie es leuchtet. Guck mal, achtet mal auf Mario selbst. Der leuchtet ja selber so ein bisschen, wenn er auf diesen Funkelstern da rumläuft. Und dann wollen die halt damit ein bisschen werben, ne? Das sieht wunderbar aus. Ich glaube, haben die es sogar nicht mal vorgestellt, als das Spiel noch einen ganz anderen Namen hatte. Es hieß früher New Super Mario Bros. Me und das hat man dann mies gespielt. Ja, okay, okay, warte. So, nein! Ey, Mann. Wisst ihr was? Ich könnte auch von der Seite mir das Ding holen. Das wäre sogar einfach. Aber nein, man muss versuchen, von diesem Stern abzuspringen und sich zu verrenken. Warte mal, wenn ich jetzt... Ich bin jetzt ein bisschen zu faul, um ehrlich zu sein, da wieder runter zu rennen, aber ich kann ja den hier machen. Oh, oder auch nicht. Gut, ich habe gehofft, das Ding geht da rein. So, hier kommt eine Ranke raus. Seht ihr? Habe ich es nicht gesagt, aber ich krieg die ja eh nicht. Und da oben ist auch noch irgendwas. Bin ich... Okay. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir halt keine Geheimnisse mehr. Ihr seht ja, was mir das bringt. Die Geheimnisse bringen mir den Tod. Ich kann nicht auf diesen Sternen landen und dabei überleben. Guck mal, wie ich meine ganzen Leben jetzt verballer. Und wie ich einfach mal 10 Minuten allein an dieser Stelle hier festhänge. Ist vorbei mit den Geheimnissen. Jetzt wird das einfach durchgerusht. Dann zahle ich irgend so einen Typen damit, der mir die Geheimnisse da macht. Okay, nein, wir machen es anders. Wir gehen jetzt hier lang. Nehmen uns jetzt diesen Eichhörnchen-Suit.
kaufen. Sammeln das Ding hier ganz normal ein. So, und jetzt will ich, obwohl ich gerade gesagt habe, ich mache keine Geheimnisse mehr, einfach so hier runter. Ist ja auch gar nicht mal so schwer. Oh, hier geht's ja auch nochmal lang. Gut. So, dann machen wir hier auf. Hauen einen Gumba damit weg. Seht ihr, es ist eigentlich einfach. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wenn ihr das Spiel nicht kennt, so, boah, ey, der Typ, ey, der macht hier gerade das härteste Level. Nein, eigentlich stellt der Typ sich gerade nur ein bisschen an wie ein Idiot. Das war's dann auch schon. Gut, hier haben wir auch nochmal Geld. Seht ihr, hier wollte ich eben auch hin, da habe ich auch gesehen, da kann man so durch. So, was gibt's denn noch so? Da unten kann man auch noch lang, aber ich glaube da... Ah, nee, ich scheiß drauf, da gibt's eh nichts Tolles. So, jetzt muss ich hier nur aufpassen, ich will jetzt hier nicht mehr sterben. Ich weiß gar nicht, ob ich Midway erreicht habe, ob ich nicht hier so. Okay, dann ganz vorsichtig mal das nehmen. Ah, das habe ich ja schon. Oh, ein grüner Kreis. Den will ich natürlich. Eins. Achso, es geht hier weiter. Ich darf mal ein bisschen zurückrennen. Oh, ist aber ein bisschen gefährlich, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch, gerade noch so. Ist aber gar nicht einfach. Also die Dinger zu kriegen, finde ich teilweise schwerer als das mit den roten. So, dann hau ich den mal runter. Nur die Frage ist, ist da unten auch was Cooles? Eigentlich nicht. Nur ein bisschen Geld. Dann will ich auch nichts. Ich hoffe, die dritte Münze übersehe ich jetzt nicht nach all dem... Nach all den Aktionen hier. Okay, hier könnte ja was sein. Ein Stern. Okay, dann rushen wir hier mal unten durch. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Es gibt Geld. Es gibt... Pff, wie ich einfach mal dran vorbeilaufe, okay. Oh Mann, jetzt habe ich meine Sternzeit ein bisschen vertrödelt, aber... Egal. Egal, ich habe das Level geschafft. Hättet ihr es gedacht, ich hätte es nicht gelockt. So, wenn man sich ein bisschen anständig zusammenreißt, dann geht das auch. Hätten wir das erste Level geschafft. Aber was soll's, ich meine, nach 63 Mal sterben erst bin ich Game Over. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Gut, jetzt kriegen wir so einen blauen Yoshi. War der fürs Hoch... Nee, wofür war der blaue Yoshi? Ich nehme ihn einfach mit. War der... Der gelbe war für Licht, der rote war für diesen Ballon. Weil ich dachte mir, jetzt den Ballon brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja mein Suit. Aber der blaue weiß ich nicht mehr, wofür der gut war. Was kannst du denn? Ach, der kann... Oh, den hat man noch gar nicht in diesem Spiel. Der kann coole Blubberblasen machen, die Gegner irgendwie magischerweise in Geld verwandeln. Das ist nett. Ich meine, jetzt kann ich fliegen und gleichzeitig so eine Plörre aus mir raushauen. Ziemlich geil. Aber ja, stimmt, der blaue macht das. Also klar, wir hatten den noch nicht im Spiel, aber es gibt ja dieses Artwork. Also... Ach, der frisst doch... Frisst der einfach die Gegner auf? Ist ja cool. Also, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, auf der Spielehülle, glaube ich, zum Beispiel, da sieht man ja so einen blauen Tod. Der, naja, mit dem Ding da rumhampelt und der macht diese Blubberblasen. Okay, hier ist nix, nehme ich mal an. Egal, ich nehme einfach an, da ist nix. Oh, ein Leben, das ist sehr großzügig. Das gibt's auch nur einmal, oder? Wäre ein bisschen krass sonst. Was? Okay, noch ein Leben. Ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo ich welche farmen kann, aber... Okay, und der kann die alle aufessen, das ist ziemlich geil. Das ist der beste Yoshi bis jetzt. Der ist nämlich voll schön. Ich weiß gar nicht, ob der Rote das auch kann. Vielleicht kann er das sogar. Und ich habe es nur die ganzen Jahre lang nicht gewusst. Oder, beziehungsweise das Ganze, solange ich dieses Spiel spiele, also ein paar Tage. Kann ich da... Ey, die geben mir echt alle ein Leben. Das... Ich will das gar nicht. Das ist viel zu viel des Guten. So, ich hoffe... Ich weiß ja gar nicht... Geht da unten noch irgendwas ab? Oh, fuck. Nein, mein schöner Anzug. Nur weil ich wieder neugierig war. Naja. Man muss doch irgendwo hier rein können. Hier ist eine Eisblume, okay. Ist mal auf. Weil ich hab jetzt eine Münze. Irgendwie kommt mir das ein bisschen wenig vor für die Verhältnisse. Okay, der gibt mir das Item auf einmal, das ist auch geil. Okay, ich versuch mal. Oh! Ach, ich hab den. Okay. Okay, der ist weg. Aber ganz ehrlich, das ist mir lieber als mein Power-Up gerade zu verlieren. Finde ich cool. Ich meine, die haben denselben Soundeffekt wie bei Super Mario World, wenn ein Yoshi abhaut. Manche Sachen ändern sich halt nie. Okay, jetzt jumpen wir mal hier hoch. Holen uns Münze 2. Gut. Münze 2, das ist halt eine Bestätigung. Keine Sorge, kleiner Mann. Du hast nichts verpasst. Danke, dass du so aufmerksam unser Spiel spielst. In Liebe, dein Shigeru Miyamoto. Und das ist die dritte Münze. Okay. Warte, ich... Wenn ich jetzt das Ding verliere, habe ich verkackt, aber so geht's.
Yeah, boah, wie viele da unten waren. Habt ihr jetzt gerade gesehen? Hätte ich jetzt einen Yoshi dabei, der hat die alle gesnackt. Aber gut. Hat auch so ganz gut geklappt. Kommen bald auf 70 Leben. Hatte ich nicht schon mal 70? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe an irgendeinem ein oder zwei Levels ganz schön viel verloren. So, jetzt muss ich hier getimed, glaube ich, rüber, weil sonst stoßt gegen den. Also so. Und da muss ich so einen Kampf machen. Gut, was wird das für ein Level? Also, der Hirasi sagt, Number One. Drecks, dritte Sternmünze. Oh, freue mich da oben schon. Okay, nein, ich... Keine Items. Ich mache einfach das Level. Okay. Mal sehen, was hier so auf einen zukommt. Eine Eisblume, aber keiner will die Eisblume, wenn man den coolen Dingsanzug hat. Wow. Wow, okay, okay, schnell rennen. Ich glaube, es wäre auch gar nicht mal so schwer, wenn man das ein bisschen langsam macht, aber der liebe Marco rennt hier immer wieder durch und lernt gar nichts aus einer Situation. So bin ich. Diese Eiszapfen haben, glaube ich, ihren Ursprung. Gut, die gab es klar schon mal in New Super Mario Bros. Wii zum Beispiel. Aber ich glaube, ihren wirklichen Ursprung haben die in dem Spiel Mario Bros. Gehabt. Also nicht Super Mario Bros., sondern dem ersten Mario Bros., was so ein Arcade-Game war. Kennt ihr das? Also das da, wo man da rumspringt und diese Röhren da sind und man die Gegner von unten hauen muss und so. Ich kennt das bestimmt, wenn ihr das seht. Also zumindest... Ach du Scheiße, wie sollte man das denn wieder souverän meistern? Okay, warte, ich will da hoch. Oh fuck. Okay, ich will da irgendwie gerade gar nicht mehr hoch. Mein ganzer Drang, da hochzugehen, hat sich in nichts aufgelöst. Da ist eine Münze. So. Ich weiß nicht, gibt es nicht auch irgendwie ein Item, was ein Schild auf dem Kopf gibt oder sowas? Weil das ist ganz schön brutal. Okay, ich renne einfach durch. Ugh. Okay, erste Münze. Ist ein bisschen brutal. Okay, komm schon, fallt mal alle gleichmäßig runter oder so. Oder macht wenigstens irgendwas Nützliches. Gut, ich glaube, wenn ich hier warte, dann bin ich sicher. Und die Mitte. Das hat mich selten so gefreut wie jetzt. Okay, hier ist auch nichts mehr versteckt. Hier sind solche Bowser Junior Steine in der Wand. Ach, da sind die Dinger schon wieder. Komme ich denn da hoch? Kommt die Plattform noch? Oder ist sie jetzt weg, weil... Ah, nee, da ist sie. Ich dachte schon, die wären weg, weil ich zu schnell unterwegs bin oder so. Was weiß ich. Okay, da oben ist doch bestimmt was versteckt. Ne, ist nix. Okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Ah, ganz schnell. Okay, hab's noch geschafft. Mit dem coolen, geschmeidigen Wandsprung. Warte mal, wenn... Nee, den kann ich nicht mitnehmen, oder? Also, indem ich ihn einfach da liegen lasse. Er kommt zwar bis dahin mit, aber... Ja, hier platzt er schon. Genau, wenn ich so rumlaufe, dann habe ich einmal einen Schutz. Das ist natürlich eine schlaue Idee. Und ich glaube, so war das Level sogar vorgesehen, aber... Darauf bin ich selbst noch nicht gekommen. Also, mir einfach... Immer so einen Typen als Schutzwall so ein bisschen mitzunehmen. Oh. Oh. Okay, warte. Gibt's ja noch genug. Wow, das war knapp, aber man gönnt sich ja. Warte, ich warte noch damit. Ich weiß nicht, ob... Hier zum Beispiel. Dritte Münze. Bitte. Wo ist denn die dritte Münze gewesen? Scheiße. Hab ich ja mal voll verpasst dann. Okay, eine Feuerblume ist ein Trost, aber... Mann, die dritte Münze, sie ist weg. Voll schade. Ich bin aber voll demotiviert, wenn ich hier nicht hab. Okay, der Typ auf Eis. Okay, Mr. Carmack, was willst du? Ein bisschen Glitzer und... Ach, der Typ wird geglitzert. Jetzt kann der springen, oder was? Bestimmt ist er genauso ein Lappen wie sonst auch immer. Oh, okay. Ich habe mich mal wieder übernommen, dachte ein bisschen Feuer drauf. Und ist gut. Aber jetzt machen wir anständig und zack, er ist tot. Yes! Jo, so läuft das hier. Ich muss ja irgendwie noch die dritte Münze dann finden. Speichern wir. Speichern wurde beendet. Okay. Und Eiswürfel... Eisfälle 3. Wer hat überhaupt die Namen ausgedacht für die Welt? Das ist schon ein bisschen komisch.